Moin Moin und hallo herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit der mobilen Klimaanlage mit Abluftschlauch. Es ist eine 4-in-1 Lösung. Es ist ein Klimagerät mit Cool Function und Entfeuchtung und Ventilierung und Heizungsfunktion. Wann wir wollen. Und ihr seht, das Ding ist stattlich. Also wirklich stattlich groß, ist auch nicht super leicht, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Verpackungstechnisch sind wir hier erstmal schön, weil Pappe ist kein Kunststoff bis jetzt, war vernünftig verpackt, hier mit noch solchen Transportriemen. Und wenn wir es öffnen, sehen wir jetzt hier oben schon das Entlüftungssystem. So, ich brauche ein Messer dafür. Beim Öffnen immer darauf achten, dass ihr nichts kaputt schneidet. Immer vorsichtig öffnen. So, zack, zack. So, hier sehe ich einen Schlauch. Das ist dann ein Abluftschlauch. So, hier. Ne? Das ist ein Abluftschlauch. Ein Ziehharmonika-Schlauch. Warum? Weil er wie eine Ziehharmonika zusammen und auseinandergezogen werden kann. So, und der ist natürlich flexibel. Ne, ihr seht, ihr könnt hier um die Ecke gehen, etc. Und den können wir auch expanden. Ne, das hier sind, das ist mindestens 1,50 Meter Schlauch. Und wir können den um die Ecke setzen, wir können ihn im Eck setzen, ne, also wie wir das gerne hätten. Und wie wir das natürlich auch brauchen. Denn er ist individuell einsetzbar. Der ist dafür da, um die feuchte Luft abzutragen. Und natürlich, ein Klimagerät funktioniert ja nur dann, wenn das Kältemittel kondensiert. Ne, das läuft dann durch einen Kreislauf und das kondensiert dann. Also es geht von flüssig in den gasförmigen Zustand. Und dadurch wird der Umgebungstemperatur dann die Hitze entzogen, dadurch wird es kalt und das muss natürlich in einer Zirkulation passieren, weil wir haben ja auch dann warmes Mittel sozusagen, welches dann wieder kondensieren soll. Dafür muss es abgetragen werden, sprich da ist ein kleiner Ventilator drin, der das dann wegpustet. Das ist so wie im Auto, der Fahrtwind und der Kühler vorne, die transportieren dann auch die Luft weg, die warme Luft weg, damit es kalt werden kann. Ja, und dafür ist dieser Abluftfreund hier am Start. Dann haben wir Fernbedienung. Oh, geil! Fernbedienung mit LCD-Display. Wird betrieben durch 2 AA galvanische Zellen. Hier können wir die Fan, also sprich die Ventilator-Einstellungen verändern. On-Off schalten, Mode Timer, Quiet für ruhig, Lock ist Locken und Swing zum Swingen ansetzen. Hoch und runter können wir verändern mit den Hoch- und Runterwippen. Hier oben werden dann die Daten angezeigt. Es funktioniert im Infrarot, das heißt also, wir brauchen eine optische Verbindung. Also wir müssen es sehen, das Gerät, und dann in die Richtung es anwenden. So, wir haben hier so ganz wenig Schräubchen dabei, mit der Flügelschraube noch. Wir haben Energieeffizienzklasse A am Start. Das heißt, wir haben hier 3,5 Kilowatt, 65 Dezibel, natürlich nicht im Quiet Mode, ne, 25 im Quiet Mode, wenn es ganz ruhig sein soll, 65 kann es hochgehen, wenn ihr volle Power macht. Dann haben wir hier 3,4 Kilowatt bzw. 3,5. Das ist einmal Erhitzen, einmal Kälte. 3,5 Kilowatt brauchen wir mehr, also 0,1 Kilowatt mehr fürs Kalte machen als für die Wärme. Und das finde ich schon ein ganz guter Wert. Dann haben wir hier 2 AA galvanische Zellen. Es ist Raw CE zertifiziert. Hier haben wir noch einen Schaltplan, wie wir dort auch vorgehen können. So, dann haben wir hier Bedienungsanleitung auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch in Schwarz-Weiß-Grau, ne, wo alles erklärt wird.
Dann haben wir hier so eine Hutze, die kann dann nämlich das aufnehmen. Hier wird das Runde sozusagen ins Eckige gesetzt. Das kann man so hineinschrauben. Da drin sind solche, ist ein großer, grober Schraubmechanismus. Und dann könnt ihr von eckig auf rund gehen. Das ist ein Übergangsstück. So. Dann haben wir hier noch ein Übergangsstück von rund auf rund zum Andocken an die Anlage. Hier ist schon mal ein Stromkabel am Abgehen. Stromkabel ist ein Schutzkontaktstecker. Das heißt, wir haben Erde, wir haben Phase und Nullleiter. Auch für die Benelux-Staaten geeignet, weil hier ein Loch drin ist, wo dann dort die Erde rausballern kann. So, das ist die erste Etage unseres Auspackräumes. Hier ist leider Styropor. Ich glaube, das war's hier. So, das ist dann Styropor. Dann haben wir hier noch ein Montageteil, so eine Blende. So, worauf ist die gefertigt? Eine Kunststoffschiene, die wir hier auseinanderschieben können und zusammen. Ich denke mal, das wird fürs Fenster zum Beispiel sein. Ja. Und dann sehe ich auch schon das Gerät selber. Okay, kommen wir zum Gerät. Das ist schon schwer. So, unten festhalten und raus damit. Das ist die hintere Seite, fangen wir damit an. Was haben wir da alles? Erstmal gucken wir, es ist rollbar. Das ist auch sehr sinnvoll, weil es ist jetzt nicht ganz leicht. So. Das ist total rollbar. Wir haben hier hinten eine Aufwicklung des Kabels, können wir hier machen. Das ist schön, schöne Aufwicklung. Haben die gut mitgedacht. Dann haben wir hier unten eine Öffnung, da wird man das Kältemittel wohl ablassen können. Mal kurz öffnen hier und gucken, was da abgeht. Ja, ich denke mal, hier rüber kann man das Kältemittel füllen und etc. Hier drin sehe ich einen Ventilator. Hier haben wir noch solche Abdeckungskumpels, die hier gelöst werden sollten, bevor wir es benutzen. So, denn hier drunter wird eine Schiene sein. Ich denke mal, es wird eine Filterschiene sein. Mal gucken, was wir hier rauskriegen. So, boah. Genau, so, hier haben wir einen Filter drin. Den können wir ganz einfach unter fließendem Wasser reinigen. Danach wird er wieder reingeschoben, aber erst trocknen lassen. Ne? So, dann haben wir hier noch an der Seite Lüftungsschlitze. Zack. Sowas gehört immer bei solchen hochtechnischen Geräten dazu, dass da auch Filtersysteme eingebaut sind, die dann helfen. So, hier wird die Abluft kommen. Hier wird es weggeballert. Hier ist ein Griff. Und hier oben haben wir nochmal einen Filter, sehe ich gerade. Der Filter kann so rausgesteckt werden, ne? So in die Richtung. Dieser kann auch wieder entnommen werden, wenn ihr das wollt. Der ist hier nur durch Nippels festgehalten. Auch wieder unter Wasser, mit dem Wasser abspült. So, und hier ist ein Sensor, die Feuchtigkeit misst. Und hier, da solltet ihr aufpassen, wenn ihr die reinigt, wenn die mal verstaubt sein sollten, geht ihr hin mit einem Brush und macht die sauber, nicht drauf patschen, also nur so vorsichtig drüber gehen. Denn diese kleinen Rillen, die sind dafür da, um die Oberfläche zu vergrößern, dass man sozusagen mehr Energie transportieren kann. Also Wärmeenergie, Kälteenergie, etc. Ne? Die dann nämlich durch Zirkulation, durch Wind abgetragen werden und dann nämlich abgesetzt werden. Das heißt also, hier ist dann der Kondensator. Okay, auch hier Filter davor, kann wie gesagt gereinigt werden, muss nicht direkt wieder ersetzt werden. Ihr könnt ihn natürlich auch ersetzen, aber ich finde, solche Sachen sollte man immer so lang wie möglich wirklich immer wieder versuchen, dass sie so funktionieren. So, jetzt. Also hat ohne Probleme funktioniert.
Sehr gut gefertigt alles. Es ist alles Kunststoff, aber hochwertiger Kunststoff. So, dann haben wir hier noch an der Seite was. Fummel, Fummel. So, das haben wir jetzt auch abgefummelt. Hier unten ist noch was zum Schrauben. Das heißt, hier diese Seite kann man aufschrauben. Also man kann alles aufschrauben. Ne? So, und dann gehen wir nach vorne. Hier ist vorne. Vorne hat Öffnungen. Diese beiden öffnen sich dann. Ich merke, es ist ein Widerstand. Das heißt, also sie werden wohl mit einem kleinen Elektromotor geregelt sein. Die öffnen sich und hier kommt dann die kühle Sache raus. Sehr schön. Dann haben wir hier Silent Mode. Also die Steuerung geht auch manuell. Silent Mode. Hier geht das dann High, Mid, Low. Die Ventilatorsteuerungsschnelligkeit. Hier ist der Timer. Water Full, Lock. Stunden und Grad Celsius, Anzeige LCD-Display hier, auch ein kleines Anzeige hier. Da können wir hoch und runter nochmal, also Heat, Cool, Dehume und Fan. Heat heißt Hitze, dass wir es erhitzen können. Cool heißt dann die Klimafunktion. Dehumorizing, Dehume ist entfeuchten und Fan ist dann die Belüftung. So. An- und Ausschalter und hier haben wir noch die Möglichkeit, dass dann in der Strömung zu verändern. Also tolles Teil, sieht auch richtig schön stylisch aus, das Ding. Macht einen sehr wertigen Eindruck. Und das Einzige, was wir brauchen, ist, wie gesagt, hier den Freund, Stromsen. Und dann könnt ihr hier nämlich, lass mal kurz schauen, ob ich es so hinkriege. Hier, zack, genau. Hier an diesem Part kommt dann der hier dran. Ne? Also der wird hier geanlockt, reingesetzt und den kann man dann hiermit nämlich auch noch verbinden. Das heißt, der kommt hier ran, wir stecken dieses Teil dann hier rein und locken das, wie ich das gerade schon gemacht hatte. Zack, und dann wird das gelockt und hier geht der Schlauch dann weg und der führt dann aus dem Fenster raus, hier rein, in diese Blende fürs Fenster. Hier durch, ne, da seht ihr die Aussparung. Ne, hier, da kommt dann die Aussparung rein. Oder so rum. Ich glaube eher so. So rum kommt dann die Aussparung rein und dann wird das nach außen weggepustet. Im Fenster. Im Fenster. Ihr könnt es aber auch so einfach nach außen legen. Ihr könnt das durch eine Kernbohrung nach außen legen. Das sieht mir aus wie 150er Durchmesser. Macht ihr eine 170er Kernbohrung. Packt das Ding dann durch die Wand durch, wenn es dann wirklich dort bleiben sollte. Und dann kann es hier dran kommen und wird dann dort die Abluft wegsetzen. Also die Abluft ist jetzt nicht der schädliche, nicht jetzt wie bei einem Verbrennungsmotor, keine Abluft, sondern die Abluft hier ist dann feuchte und warme Luft beim Kühlen. Cooles Ding. Ihr könnt es natürlich auch ganz ohne den Schlauch benutzen. Nur dann habt ihr natürlich nur eine Umwirbelung im Raum und jetzt, wenn ihr jetzt ein Klimagerät, das als Klimagerät benutzen wollt, was ja der Fokus ist, würdet ihr bei einem Abluft das dann nicht so effizient hinkriegen, es würde aber trotzdem benutzen, nur das Gerät würde dann natürlich mehr powern müssen, als wenn es mit dem Abluftschlauch verbunden wäre. Deshalb versucht es immer mit einem Abluftschlauch zu verwenden. Geht aber natürlich auch ohne. Es ist wie beim Trockner. Wenn ihr einen Trockner haben solltet, könnt ihr den auch ohne Abluftschlauch haben. Nur dann habt ihr noch sehr hohe Feuchtigkeit nach dem Trocknen in eurem Raum und müsstet dann die Fenster öffnen. Geht natürlich auch. Aber um richtig effizient zu arbeiten, sollte der Schlauch mitgenutzt werden, der ja recht einfach zu montieren ist. Cooles Teil, sehr schön. Das hier ist echt nice. Das ist hier der Rinfun Portable Air Conditioner. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!